Hallihallo und guten Tag. Meine Lieben, bereits gestern, sehr früh am Morgen, ist der Zähler bei YouTube auf 11.000 Abonnenten umgesprungen. Der totale Knaller. Ich freue mich jedes Mal wirklich wie Bolle, wenn ich einen 9.000er voll habe. Ist schon echt toll, wie das wächst und ich finde es grandios, die Vorstellung, dass mir so viele Menschen zugucken und ja, meine Basteleien und Werkeleien mögen. Wie ich das bei jedem vollen Tausender mache, so gibt es auch dieses Mal eine Verlosung. Jeder kann an der Verlosung teilnehmen. Geht dazu einfach auf meine Homepage, die da lautet www.die-papiertante-nf.de. Viel einfacher, ihr klickt hier auf die Infokarte, dort kommt ihr direkt in den Verlosungsartikel. Etwas weiter unten oben erkläre ich nochmal, wie die Verlosung funktioniert. Und etwas weiter unten gebt ihr dann einfach einen Kommentar ab. Mit diesem Kommentar seid ihr dann automatisch im Lostopf drin. Kleiner Hinweis, bitte unbedingt dran denken. Achtet darauf, dass die Schreibweise eurer E-Mail-Adresse richtig ist. Weil falls wir uns nicht kennen und ich euch aus dem Lostopf ziehe, dann habe ich keine Chance, euch zu erreichen, außer dass ich das bekannt gebe in der Hoffnung, dass der Gewinner, wo die E-Mail-Adresse eventuell falsch ist, das dann sieht. Weil sonst habe ich keine Chance, denjenigen zu erreichen. Ich würde sagen, ich werde am Sonntagmittag den Deckel zumachen um 12 Uhr. Das heißt, Sonntag ist der 8. März. Nachmittags werde ich dann mit meiner Familie das Auslosungsvideo drehen. Und abends werden wir dann verkünden, wer denn die Verlosung gewonnen hat. Was könnt ihr denn gewinnen? Ich habe mir überlegt, Ostern ist ja so lange nicht mehr weg. Und so habe ich das Stempelset Osterschatz nochmal besorgt. Da habe ich auch noch nicht mitgearbeitet. Ostern ist jetzt für mich im April, im März quasi, steht das vor der Tür. Da werde ich eine Dreier-Kombo oder eine Themenwoche mitmachen. Ich muss nochmal gucken. Aber das hier ist der erste Preis, das Gummistempelset Osterschatz. Ist einfach nur zu süß. Der zweite Preis, weil im Frühjahr-Sommerkatalog in diesem Jahr kommt man um die Painted Poppies nicht rum. Ich habe mir überlegt, die Akzente Mohnblütenzauber kann man auch benutzen, sollte man das Stempelset nicht haben oder die Stanzen. Da kann man schon unglaublich schöne Sachen mitmachen. Also habe ich mir das ausgesucht und weil es so gut zusammenpasst, habe ich auch die Pailletten-Mohnblütenzauber damit beigelegt. Das wird der zweite Preis sein. Und der dritte Preis, den kann tatsächlich jeder gebrauchen, weil alle brauchen wir das, Klebemittel. Wenn man mit Papier arbeitet, braucht man Kleber. Ich habe eine kleine Auswahl getroffen, das Abreißklebeband, die Dimensionals, die Mini-Glue-Dots, also die Mini-Klebepunkte und den Flüssigkleber, der sowieso überhaupt nicht fehlen darf. Das wird dann der dritte Preis sein. Ich hoffe, es machen wieder zahlreiche Leute mit. Ich möchte mich ganz herzlich schon im Vorfeld bedanken. Ich freue mich immer riesig darüber, was für tolle Kommentare ich kriege. Mit kleinen Gedichten und ganz tollen Sprüchen. Und das ist also wirklich toll. Ich sitze jedes Mal und freue mich darüber, diese Kommentare zu lesen. Genauso natürlich, wie ich mich eigentlich noch mehr über Karten freue. Aber in dem Fall geht es nur über den Kommentar. Ein kleiner Hinweis. Kommentare hier bei YouTube sind natürlich sehr gern gesehen, aber die zählen nicht mit in die Verlosung. Das heißt, wenn ihr in den Lostopf hüpfen möchtet, bitte unbedingt auf meine Homepage gehen. Wie gesagt, hier oben über die Infokarte ist der schnellste und einfachste Weg. Am Sonntag werden wir dann feststellen, wen es getroffen hat, wollte ich gerade sagen, wer die oder der Glückliche ist. Und ja, ich bin gespannt, wie viele dieses Mal mitmachen, wie viele Kommentare ich lesen darf. Ich möchte mich jetzt schon bedanken und wir sehen uns dann spätestens am Sonntag, hoffentlich schon vorher zum nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao!